herzlich willkommen zu einer neuen Packtour auf unserem Kanal. Mein Name ist Bluefire, aka Dennis, und heute sind wir in Knotsberry Farm Theme Park vom Temo. Mal wieder eine Packtour vom Temo. Und das ist eine von sehr alten Parks, die er originalgetreu gebaut hat. Knotsberry Farm ist aus Kalifornien, wenn ich mich das jetzt gerade nicht irritiert. Aber kommen wir gleich zu. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Parktour. Ich werde kurz mal vorlesen, was er so bei Steam drin stehen hat, und dann fangen wir auch gleich direkt los an mit der Parktour. Und er schreibt: Hi Leute, heute präsentiere ich euch meinen zweiten real nachgebauten Park aus den USA, das Knotsberry Farm. Über 700 Stunden und 15 Monate habe ich dazu gebraucht, den Park so möglich wie es ging nachzubauen. Dann gibt es noch ein paar Links auf dem Steam-Seite zu den Knotts Park tatsächlich. Dann hat er den Park dann anscheinend auch noch bei Rollercoaster Tycoon nachgebaut. Dann gibt es noch so ein paar Sachen bei Google Maps zu sehen, wo der Park wohl ist. Schreibt er noch: Ich habe das, da es euch gefallen hat, ist ein bisschen schwierig zu lesen gerade. Hat er wohl noch was vom Voyage to the Iron Reef was hochgeladen, irgendwelche Videos, die habe ich mir runtergeladen. Ich bin mal gespannt, ob wir es finden und uns dann auch ansehen. Ich habe es mal einlaufen lassen, weiß allerdings nicht, ob es funktioniert. Wir werden es dann sehen. Und das war's dazu. Und ja, ich bin alleine, weil wir haben uns ein bisschen die Arbeit aufgeteilt. Das heißt, die Jungs, die werden so ein paar Bella Italia Parts machen. Und ich werde mal ein paar Packtouren machen, weil uns geht der Stoff so langsam aus. Wir haben so ein bisschen vorgearbeitet, aber das ist jetzt leider zu Ende. Und deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen aufteilen und mal schauen, was uns, und dann mal schauen, wie wir vorankommen. Ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Packtour. So, die Packtour Knotsberry Farm Theme Park von Temo ist 2020 bei Temo konstruiert worden. Wir haben aber auch noch, wie ich vorhin beim Laden gesehen habe, ganz viel außenrum. Viel Straße, was wahrscheinlich auch dann genauso aussieht. Ein paar Häuschen. Hier haben wir dann Happily Ever Edged. Wahrscheinlich irgendwie so kleine Lädchen und Hotels vielleicht. Aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen Industriegebiet hier. Ja, irgendwie Claim Jumper. Claim Jumper? Claim Jumper hört sich an wie so ein Jump House, ne? Mit so Trampolin. Hört sich so ein bisschen danach an. Ich will nicht zu viel von dem Park zeigen. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal hier so außen rum. Oh ja, auch schön mit den Ampeln hier. Das ist cool. Das sieht cool aus. Auch hier mit dem, mit den Elektromasten, Strommasten. Richtig cool. Likör? Oh, hier fehlt eine Wand. Aber es ist cool, dass das hier so ein bisschen außenrum nachgemacht worden ist. Tatsächlich. Ist echt cool. Auch hier mit diesen gelben Streifen und wait, hier. Okay. Dann gibt es hier nochmal so einen kleinen Parkplatz, wofür auch immer. Da sind hier noch ein paar Häuschen. Ach, die sind auch alle mit den, die Strommasten sind alle mit der Häuschen verbunden. Wie cool. Ach, hier gibt es dann hier so ein kleines Örtchen, so ein. Oh, cool. Das finde ich cool. Das ist echt cool gemacht. Auch hier ist auch ein Pool. Nice. Echt cool.
Schön. So ein bisschen außenrum das Dörfchen gemacht. Dann haben wir hier noch Backstage wahrscheinlich. Ist ja auch noch drin. Hier ist alles leer. Mitarbeiterparkplätzchen. Hier kann man anliefern, wahrscheinlich für die Gastro. Hier fehlt auch die Wand. Oh, hier ist ganz viel Zeug. Noch Reste. Hier in den Hallen ist nichts drin. Nein. So, dann gehen wir mal wieder zurück zum Anfang. Weil hier ist dann die Bushaltestelle. Hier gibt es dann auch noch was. Marketplace. Okay. Virginias. Okay, ist auch alles leer. So, wahrscheinlich hier so ein bisschen kann man sich so ein bisschen verweilen. Merchandise. Cable Car Kitchen. Oder sind wir jetzt schon im Park drin? Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube, das gehört noch hier alles außenrum. Chicken Dinner. Nee, also ich denke mal, es wird nichts drin sein und diese Bäume, diese Tastatur. Manchmal echt. So, dann starten wir hier. Sind wir wieder am Eingang. Auch cool gemacht hier mit den Leuten. Das ist echt cool gemacht. Ich sehe gerade, der Park ist geschlossen. Dann machen wir den Park doch mal auf. Huch, der ist ja zu. Auf Übersicht. Zack, 2000. Weil wir es können. Machen wir 5000. Das sind 50. 5000. Machen wir mal 5000 Attraktionen. Und das sind alle zu. Machen wir sie mal alle auf. Hä? Hätte ich vorher machen sollen. Jetzt müsst ihr mit. Jetzt seid ihr mit dabei. Schön, wie ich hier auf die grünen Knöpfe drücke. Alles öffnen hier. Alles öffnen. Zack. So, hier erwartet uns aber so ein paar Attraktionen, ne? Ja, ein paar Sachen sind auf. Das ist. Okay. Das ist auf das. Das kann ich nicht öffnen. Dann bleibt das auch zu. Ein paar Sachen kann ich noch öffnen. Dann machen wir die auch auf. Denn unsere Gäste wollen ja auch vergnügt werden. So, das ging nicht. Da haben wir noch ein paar Läden. Ach, die Läden sind alle auf. Ach ja, wie lustig. Ja, die sind alle auf, das ist schon mal gut. Toiletten auch. Die sind auf. Auf. Alles gut. Perfekt. Jetzt können wir loslegen. Halt. Ja, 0 Euro kostet der Park. Rein mit euch. Kommen sie denn? Ah, da kommen sie. Da ploppen sie. Ah, hier. Und da laufen sie. Gut, nichts steht im Weg. Jetzt laufen sie alle da lang. Okay, von mir aus. So, wir starten jetzt hier das Ganze. Ach so, ja. Jede Menge Tickethäuschen. Ganz, ganz viele. Und hier haben wir Guest Relations. E3. Rein mit uns. Auf geht's. Information. Ach, von da kann man auch rein. Ach so. Okay. Season Pass kann man da holen. Ghost Town. Also ich kenne den Park überhaupt nicht. Auch nicht von YouTube oder sonstiges. Amerika bin ich ganz, ganz falsch. Auch wenn die Mega-Parks haben, aber interessiere ich mich nicht so wirklich. Welcome to Ghost Town. Ich würde sagen, wir fangen doch hier mal an. Und Ghost Town. Ja. Sollten wir uns Ghost Town bei Dunkelheit anschauen? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach. Dann können wir uns direkt mal die Beleuchtung ein bisschen anschauen. Was
Stuntshow. Okay, cool. Passiert hier auch was? Oder ist das einfach nur so? Ich sehe jetzt auch kein... Nee, ist einfach nur wahrscheinlich... Doch, hier ist was. Können wir da drauf drücken? Play? Null. Spielzeit? Ah, ist okay. Also ich glaube, hier ist nichts. Es ist immer so blöd, ey. Ich hoffe, das ändert sich alles, wenn der zweite Teil mal rauskommt. Man kann nichts anklicken, obwohl man da drauf klickt. Immer ist irgendwas im Weg. Nö, also gut. Dann weiter. Puh, ist euch auch so warm? Es ist momentan echt unerträglich. Aber schön gemacht, die Kulisse. Ganz toll. Wir gehen aber hier weiter. Ach so, auch die Tribüne hier. Wirklich schick. Ganz, ganz schick. War ja nicht anders zu erwarten vom Thema. Schon ein guter Bauer. Erbauer. Ghost Rider. Da rennen sie auch alle rein. Wir rennen mal hinterher. Ah, das ist die Holzachterbahn dann direkt, ne? Ghost Rider. Erinnert mich ein bisschen an den Film. Eine riesige Queue-Line. Wahnsinn. Kommen wir denn hier hin? Ah, hier lang. Jetzt hier die Treppe rauf. Und haben sie alle überholt. Juppie! Gut. Dann drücken wir nochmal Pause. Oh, ob wir im richtigen Wagen sind? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, was noch passiert, deswegen nehmen wir den mit. Und wir starten auch direkt. Komm. Wir starten direkt hier. Erste Reihe. Ich hoffe, da passiert jetzt schnell was. Das ist natürlich jetzt doof, weil die Leute... Ah, wir fahren. Gut, los geht's. Erste Achterbahn in Knott's Berry Farm. Ghost Rider. Gemütlich. Auch schön hier. Mit Wartungshalle und Wartungsbereich. Das spulen wir uns vor. Das sparen wir uns. Jetzt fahren wir natürlich das Ding hier im Dunkeln. Aber ist nicht so schlimm. Wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Ah, ab geht's. Komm. Los geht's. So, keine Musik bei der Fahrt jetzt, ne? Bisschen schwierig, die Kurve wahrscheinlich. Es war ein bisschen eng. Boah, so am Ende. Jo. Schön gemütlich, ne? Schnellste Holzachterbahn ist es wahrscheinlich nicht. Ist ja nicht schlimm. Dennoch ist hier eigentlich ganz gut. Schöne Länge. Dürfte aber jetzt gleich vorbei sein. So ist es auch. Wir kommen zur Station zurück. Und ja, Holzachterbahn. Kann man ja nicht wirklich was falsch machen. Und würde sagen, ja, ist doch okay. Ist doch super. Hier ist dann die Wartungshalle, die wir dann vorhin da gesehen haben. Schön, schön, schön. Auch dran gedacht. So ein bisschen Holz an der Decke. Und hier ist dann der Ausgang mit Merch. Natürlich.
Natürlich. Und dann geht's hier wahrscheinlich zum Backstage. Backstage, Backstage, Backstage. Auch alles schön beleuchtet, an alles gedacht. Voll gut. Nicht anders zu erwarten, mein Freund. Ghost Town Bakery. Das sind dann Toiletten. Und in Ghost Town ist wahrscheinlich nur die Achterbahn. Ah ne, hier geht's noch weiter. Restaurant. Ach jo, kann man noch spielen. Finde ich auch cool. Ja, es ist alles leer. Ich gucke jetzt nirgendwo mehr rein. Es sei denn, es ist irgendwo ein Durchgang. Post Office. Hier geht's noch irgendwo hin. Ah, das war der Weg. That's fantastic. Überall Merch, Merch, Merch. Junge, Junge, Junge. Ich dachte, das wäre ein Freizeitpark. Kein Einkaufsladen. Junge, 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 Junge. Museum. Ich glaube, ich mache mal wieder Tag, weil düster ist es jetzt hier nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt hier düster. Aber ist es nicht, deswegen machen wir wieder Helligkeit. Kann man ein bisschen mehr erkennen. Auch schön gemacht. So ein kleiner Stand. Wilderness Dance Hall. Oh, der hat zu. Mystery Lodge. Oh, das ist cool gemacht. Mystery Lodge. Okay. Gehen wir hier rein und dann gucken wir mal, was hier passiert. Dip, 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 dip. Wie kommen wir dann hier hin? Wo kommen wir hier hin? Nirgendwo hin. Okay. Das ist einfach nur irgendwas, was er nicht nachgebaut hat, konnte. Eventuell kann ich so jetzt auch nicht sagen. Kalicho River Rapids, das ging auch nicht zu öffnen. Warum, weiß ich nicht. Aber das wird die Wildwasserfahrt sein. Rafting Bahn. Wir gucken mal, ob wir das Ding irgendwie zum Starten bekommen. Boah, ey, diese riesigen Q-Lines. Das ist der Wahnsinn. So. Okay, irgendwas stört hier. Dann fliegen wir das Ding doch einfach mal ab. Ich weiß, es wird dem einen oder anderen nicht passen, aber ich fliege es trotzdem ab. Es sieht aus halt wie eine normale Raftingbahn. Die läuft hier einfach, die fährt einfach mal jetzt durch. Gibt es was zu sehen, rechts und links. Das ist so lustig. Hier sind sie auch nochmal. Hier so ein Wasserfass. Wassersilo. Hier noch ein Häuschen. Das ist hier der nächste Bär. Und da oben ist ein Tiger. Bisschen Dynamit mit Kerzen. Ist immer gut. Ist ein Feuer direkt in der Nähe. Dann geht's in die Höhle. Ui. Oh, guck mal hier. Uiuiui. Der sieht cool aus. Der sieht wirklich cool aus.
Da steht Yeti, okay. Cool. War dann natürlich eine coole Überraschung. Ist dann einfach nur, da sind dann die ganzen Boote drin. Damit die nicht immer alle rausfahren. Ach, dann ist das hier so eine Drehscheibe. Cool, cool gelöst. Kenne ich auch so aus dem Moviepark. Da gibt's das auch. Und im Hansapark ist das auch so. Bei dem Splash. Das war der falsche Weg. Okay, das war der falsche Weg. Upsi. Typ. Dann müssen wir den Weg hier wieder zurück. So wie es aussieht. Gut, wir springen einfach mal so drüber und gehen mal da wieder zurück, wo wir angefangen haben. Beziehungsweise wo wir rein sind, und zwar hier. Aber irgendwo muss ja dieser Weg auch lang gehen. Bin ich denn so falsch gegangen? Ach, ich bin denn tatsächlich falsch gegangen. Ups. Gut. Rapids Trader. So, da waren wir drin. Burgers and More. Ich bin jetzt gerade einfach mal gegangen. Ich weiß nicht, wie das am Ende aussieht, aber da muss ich dann nachher mal von oben reingucken. Pony Express. Wieder eine kleine Q-Line. Und dann ist hier unsere Achterbahn, die zweite. Geht direkt los hier. Einsteigen, jawohl. Und los geht's. Booster Bike. Oh, schön. Das kam jetzt ein bisschen überraschend tatsächlich. Schön gemacht, schöne kleine Strecke. Kurz. Für Kinder ideal. Macht bestimmt auch Spaß. Schön, schön. Ist nur immer blöd, da war der Eingang. Pony Express Stables, okay. Gut. Blockbuster Beagle. Wo geht's denn da? Knotts Western Entrance. Okay. Ach, gibt's verschiedene Eingänge, so wie im Phantasialand. Gibt ja einmal Chinatown, Mystery. Gibt's Chinatown noch, den Eingang? Es gibt den Haupteingang. Also früher war es mal so, gab es den Chinatown-Eingang, den Mystery-Eingang und den Haupteingang. Das weiß ich noch. Oh, schön gemacht. Autoscooter. Oh, schönes Häuschen. Mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Musik hier im Park. Die hätte es jetzt noch ein bisschen rausgerissen tatsächlich. Ist ein bisschen schade. Weil ich habe schon ein paar Boxen gesehen, aber da kommt einfach keine Musik raus. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Hier stehen auch so einige an. Oh, hier gibt es einen Dark Ride. Okay, Pause. Ah, die kommen nicht raus. Oh, das ist ja doof. Nicht mein Problem. So, natürlich sind wir im Falschen. Da war da. Den nehmen wir. Okay, den haben wir schon mal. Wir machen auch direkt hier so 22 Uhr. Machen das dieses und das dieses. Spulen mal ein bisschen vor. Und hoffen wir mal, dass wir gleich hier loslegen können. Dark Ride. Bin mal gespannt. Los geht's. Lunchport.
Lunchport. Ach, ist das hier jetzt das, wo die Videos eigentlich hätten laufen sollen? Moment, jetzt muss ich erstmal hier, das muss ich mir erstmal hier ein bisschen, erstmal checken. So. Ach, jetzt hat er mir die schon wieder nicht hier reingeladen. Ja, das tut mir jetzt leid. Ist das blöd. Aber das wird es wahrscheinlich gewesen sein hier. Warte mal, Film. Nee. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr das letzte Mal, wie wir das gemacht haben. Aber ich habe die nicht hier drin. IR. War irgendwas mit IR. Nee. Ja, das ist blöd. Nee, dann macht der Dark Ride ja gar keinen Sinn. Schade. Schade. Das tut mir jetzt auch wirklich sehr, sehr leid. Ah ja, Voyage to the Iron Reef. Ja, das ist es. Ach, ist das ärgerlich. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ein Problem macht, wenn ich die in Media mache. Ja, verstehe ich nicht. Das letzte Mal bei Trollingburg, die Parktour von Mitaro und Evelyn, auch bei uns auf dem Kanal zu finden. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ah, hier, das Bild hat er gemacht. Das ist nämlich dieses Bild. Das hat er gemacht. Da musste ich das auch irgendwie machen, aber das war halt Sounds. Das hier sind jetzt kleine Videos gewesen. Ach, schade, da hätte ich mich jetzt echt sehr gefreut drauf. Tut mir echt leid. Mal gucken, ob ich das nochmal nachträglich irgendwie reinkriege. Dann schneide ich das einfach hier rein. Und ja, dann hat man es doch nochmal gesehen. Ich gebe mein Bestes. Nee, hier ist überall nichts drin in den Häusern, ne? Und ich gucke trotzdem überall rein, ey. Das ist jetzt, wenn ich jetzt irgendwas Klassiker, nee. Also ich höre jetzt auf. Es fällt mir total schwer, damit einfach aufzuhören. Aber ich versuche es sein zu lassen, jetzt in jedes Gebäude reinzugucken, weil sonst sprengt die Parktour wieder jeden Rahmen. Und wir hängen wieder. Das ist ja, das sieht ja richtig cool aus. Und wir hängen hier wieder 80 Stunden in diesem Park, weil ich in jedes Gebäude reingeguckt habe und obwohl da nichts drin ist. Wir gehen jetzt hier rein in Calico Mine Co. Okay, also hier ist die Q-Line. Schöne Q-Line, auch mit dem Holz und so, das gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Schön, schöne Kulisse. Richtig schön. Und da kommt er doch schon, wie gerufen. Pause. Ah, perfekt. Perfekt. Wir nehmen. Nee, wir nehmen diese. Diese. Und sitzt hinten. So. Das müsste doch eigentlich der letzte sein. Gut. Wir spulen vor. Ja, die Musik fehlt mir echt. So ein bisschen Musik. Hätte man noch einstellen können. Ja, speichern. Na komm. Du schaffst das. Jo, weiter geht's. Oh, cool hier mit dem Schacht. Ui.
Sind wir ja richtig in der Mine hier drin. Das ist ja eigentlich gar kein Achterbahn, das ist einfach nur so ein Mindtrain, ne? Einfach so ein so Rundfahrt. Gab's beim Phantasialand damals auch und die war richtig cool. Die hatten auch mal einen Wilden Westen gehabt, ja, einen Bereich. Das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack, jetzt geht's wahrscheinlich erst richtig los. Oh, was ist das für eine Kurve? Geschlängel. Und da sind wir wieder draußen aus der Mine. Ja, schön. Schön gemacht. Cool, cool. Mal was ganz anderes. Ich gehe jetzt aber nicht nochmal durch. Ich denke mal, wir haben eigentlich alles gesehen. Warum soll ich da nicht rein? Na gut. Ich bin schon wieder durch die Tür, ne? Eieieiei. Panda Express. Das ist ein Hotel. Hier ist nochmal irgendein Eingang. Aber wo ist der Eingang? Skiball. Zup-dup-dup. Wo war denn hier der Eingang? Da ist ein Eingang. Da. Lockright. Ah. Lockflume. Eine Wildwasserbahn. Timber Mountain Lockride. Wieder eine riesige Queue-Line. Dass die Leute einfach nur warten müssen. Komm, die fahren wir mal mit. Sitzen auch richtig. Ach, ich habe einen Gast ausgewählt, gell? Ach, guck mal. Kriegen tatsächlich was zu sehen. Das ist gut. So, dann spielen wir mal vor hier. Und dann geht's los hier. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Freefall Tower. Oh, hier sind
noch ein paar Achterbahnen, die uns erwarten. Geht so leicht bergab. Ah, hier kriegen wir was zu sehen. Schön, schön. Schön gemacht. Gefällt mir gut. Ein Wolf. Und ein Tiger und ein Wolf. Bär. Wolf. Oh, da kommt noch was. Ein Geigenspieler. Hey, Cat Night Joe. Timber Mountain. Da tanzen sie. Sind sie die ganzen Raver. Ja, guck mal an. Gut, dass wir damit mitgefahren sind, ne? Das hätten wir das alles nicht gesehen. Jede Menge Danger. Sind wir noch nicht fertig? Ach Gott. Krass. Jo. Und dann geht's zur Station. Schön. Schöner Lockflum. Schöner Lockflum. So, der Ausgang ist. Ja, wo ist der Ausgang? Da. Da und dann da. Ah, ja, okay. Gefunden. So, dann gehen wir wieder zurück zum Main Street. Street. Stream. Das war der Exit dazu. Dann gehen wir hier mal weiter. Wird mal Zeit wieder für eine Achterbahn. Die sind wir noch nicht gefahren. Ist irgendwo da hinten. New Game. Games, Games, Games. Finde ich schade, dass sowas im Freizeitpark immer noch da irgendwo stehen hat müssen. Unbedingt. Finde ich nicht cool. Hier ist doch mal richtig was los. Hier gibt es noch eine Achterbahn nach dem anderen.
Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Fangen wir da hinten mal an. Was haben wir denn da hinten? Oh, hier schön mit den Pflanzbeeten und den Palmen. Das ist schön gemacht. Das sieht cool aus. Das sieht auch schön aus. Auf dem Wasser. Boardwalk Pier. Fun Zone. Jetzt muss ich schon wieder. Nee, das ist nix. Okay. Ich muss ja wohl mal kurz da reingucken. Und hier, was haben wir hier drin? Hier ist dann diese Train, ne? Genau. Okay, da ist der ganze Train drin. Ne? Den sind wir schon gefahren, da waren wir schon. Okay. Surfshop. Wahrscheinlich der Ausgang auch. Da kommen wir dann gleich bestimmt wieder hin. Oh, das gefällt mir hier auch sehr gut. Hier ist tatsächlich ein bisschen Musik. Hangtime. Rein damit. Den nehmen wir auch noch mit hier. Die Q-Line, die schenken wir uns jetzt mal hier ein bisschen auf dem halben Weg. Das ist mir zu lang alles. Auch wenn es originalgetreu ist, alles gut, kann ich verstehen. Dennoch ist mir das zu lang. So, Pause. Wir sitzen nicht im richtigen Wagen. Schlecht. Das ist der richtige Wagen. Wagen 1. Mitte. Und ab geht die Luzi. Wuhu. Einmal senkrecht nach oben, bitte. Schöne Fahrt. Spaß gemacht. Cool, cool. Deswegen stehen ja auch so viele Leute an hier. Hier so ein bisschen Merchandise. Ich finde das auch cool, dass das so ineinander verwinkelt ist alles. Und so eine kleine Achterbahn. Wie auf so einem kleinen Platz. Das ist super. Ist doch super. Dann gehen wir doch hier mal direkt zum nächsten. Da dürfen wir nicht rein. Hier dürfen wir aber rein. In Coast. Coast Rider. Okay, Coast Rider. Wie hieß die Achterbahn? Ah, Hangtime. Genau, hatte ich ja gesagt. So, Coast Rider. Auf geht's. Q-Line, Q-Line, Q-Line. Da ist die Station. Und da sind wir noch. Die wollen wir haben. P. P wie Pause. Nee. Falscher Zug. Der Zug. Jetzt muss ich aber gerade rausgucken. Wo war das? Station nicht blockieren, bitte. Und los geht's. Wir sitzen in der Mitte. Ja, rein. Auf geht's. Komm, Station nicht blockieren. So, los geht's. Nächste Achterbahn. Ich weiß gar nicht, wie viel es hier gibt. Mal gucken. Boah, ich glaube,
auch viel zu viele Züge, ne? Deswegen stehen die alle da. Wow, wow. Wow. Aua. Ah, so eine typische, ne? Die schlägt ohne Ende. So, jetzt stehen wir hier. Da standen wir. Dann geht es hier einfach nur noch einmal rum und dann wieder in die Station zurück. Jo, ist halt ne, so dieser Achterbahntyp wilde Maus, ne? Der tut weh. Soccer Challenge. Ah, hier kann man schießen. Okay. Für Geld natürlich. Drive-In. Coasters Drive-In. So, also ein bisschen Fressmeile. Gibt es hier auch jede Menge. Lease Last Stop Service. Tubes, Tires, Batteries, Repairs, Belts. Okay, die habe ich auch noch nie gesehen. Ah, krass. Was ist das hier? Jelly Beans. Xeklerator. Fastpass. Nein, wenn, dann machen wir es schon richtig, auch wenn wir sie einfach drüber fliegen. Ja, ist ja alles dasselbe hier in der Q-Line. Hier passiert ja nichts. Hier passiert ja nichts. Dann geht es hier einmal nochmal rum. Und da ist die Station. Aber ist das hier ein Megacoaster oder was ist das? Welcher Bahntyp ist denn hier drin? Zenith. Pause. Und P. Fahren wir hier das gute Ding. Auf geht's, komm. Geht direkt los. Ohne Pause. Vollgas wieder runter in die Linkskurve. Und dann sind wir wieder am Start. Schön. Kurz, aber cool. Richtig cool. Man denkt, man bleibt kurz noch stehen, aber nein, wird direkt losgeschossen. Das ist eine coole Achterbahn. Gefällt mir. Gefällt mir. Supreme Scream. Oh, hier stehen sie alle an, ne? Alle wollen so Freefall Tower fahren. Steht da oben noch was fest dran? Nee, doch. Ah. Sag mal Werbung. Knotz. Knotz. Steht überall Knotz. Ah, kleiner Rolls Royce. Ist auch noch da. Und bevor wir jetzt hier. Ah, hier ist noch so ein Aussichtsturm. So ein Enterprise-Ding hier, so ein. Ich weiß gar nicht, wie man das Ding hier nennt. Wipeout. Oh, Wipeout halt. So nennt man's. Die glitscht da durch. Ah, weil sie hier rüber kann. Ah, okay. Deswegen. Nee, dann haben wir hier die Ecke doch alles gesehen. Ja. Die Seite haben wir soweit durch. Jetzt können wir so langsam hier am Berg vorbei. Ich weiß gar nicht, wie viel mich noch hier erwartet. Jetzt dann noch einmal. Ist auch schön gemacht mit den Schienen. Das sieht cool aus, ja. Hier geht noch die Schiene lang. Ah, oh, der Zug. Okay. Gut. Arcada. Okay. Arcade.
kleine Spielhalle. Hier gehen wir gleich. Gehen wir gleich lang. Ah, hier gibt es nochmal eine kleine Show. Wie süß. Cool. Fiesta Games. Überall so Games. Der ganze Park besteht ja nur fast... Der hat mehr Games wie Attraktionen. Das sieht schön aus. Das sieht cool aus. Schauen wir uns hier erstmal noch ein bisschen um. Hier gibt es dann so klar ein paar typische Fahrgeschäfte. Auch schön. Oh, schönes Fleckchen. Exit Jaguar. Dann gehen wir mal hier rein. Ach, das ist sogar ein Kiddie Coaster. Gucken wir mal, ob wir den direkt kriegen. Das sieht gut aus, gell? Ja, das sieht gut aus. Wir nehmen mal die Perspektive. Die finde ich eigentlich ganz cool für den Kiddie Coaster, weil man alles sieht. Trotzdem, und man kann vorne sitzen. Durch den Tempel. Einmal durch den Looping. Hier wird den Kids gezeigt, was die für Achterbahn fahren können, wenn die mal groß sind. Ach krass, hier sind noch voll viele Achterbahnen. Aber noch einiges vor uns. Das ist schön, um den Baum rum. Eigentlich ganz cool. Oh, ein bisschen holprig. Aber schön ins Geschlängel, durch viele Sachen durch. Mir gut gefallen. Auch wenn sie ein bisschen ruckelig war. Aber... ist ja nicht schlimm. Darf sie ja. Gut, das war's hierbei auf jeden Fall. Jetzt wollte ich ja... Doch, hier sind wir richtig. Genau, hier wollte ich lang. Wobei, da hinten ging es doch auch lang, oder? Ja, da konnte man auch irgendwo lang. Da hinten ist auf jeden Fall ein Riesenrad. Gibt es hier noch so ein kleines Kinderfahrgeschäft? Das ist auch süß geworden. Hm? Das ist auch toll. Ach, hier. Auch noch was. Ach, das ist auch cool. Campus. Cool. Können die Eltern hier auf ihre Kinder warten? Da ist wahrscheinlich nichts drin. Ne? Ach, ich hab schon wieder reingeguckt. Ah, ich kann es nicht sein lassen. Das geht einfach nicht. Und nochmal hier. Der ist auf. Aber hier passiert nichts. Oh, was ist das für eine Achterbahn? Oh, die sieht böse aus. Ich kann mich aber auch täuschen. So, Station nicht blockieren. Ach, Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Da komm, steht eh keiner an.
machen wir einen Test. Oh. Oh. Ah, wir sind hochgefahren. Die sieht ganz schön eng aus. Nee. Also die Achterbahn wird es wahrscheinlich in diesem Freizeitpark tatsächlich geben, aber sieht wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus, weil das ist ein bisschen zu eng alles hier. Und ich glaube, er hat es einfach nicht anders hingekriegt. Ja, es ist alles viel zu eng. Ein kleiner Kiddie-Coaster quasi, ne? Hätte man vielleicht mit einem anderen Achterbahntypen besser hingekriegt. Aber ich weiß ja nicht. Kann ja auch sein, dass dieser Achterbahntyp tatsächlich so da ist. Wo geht's denn hier lang? Einfach nur durch den Berg durch. Okay. Fahrgeschäft. Okay, jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt. Hier geht's noch über so eine Brücke. Hier ist irgendein Auto. Toyota. Ach, machen die Werbung. Ach, hier ist noch so ein kleines Oldtimer-Autofahrt. Gerade noch durchfliegen. Und dann geht's hier wieder zur Station zurück. Haben wir das auch gesehen? Der Eingang, das ist der Ausgang. Doch, da ist der Eingang. Doch, hier waren wir doch. Hier waren wir schon. Genau. Da ist Jaguar und dann ist hier der Eingang zu Montezumas Revenge. Okay. Dann überfliegen wir das Ganze natürlich. Ah, ist ein Boomerang, ne? Ach nein. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. So, immer rückwärts. Das war's. Also diese Eingangsgebäude, ne, von diesen Achterbahnen, die sehen alle so typisch amerikanisch aus, finde ich. Einfach nur so quasi irgendwelche Überdachungen, nichts Großartiges, so nichts Einfallendes, so, keine Ahnung, so 0815 halt. So. So stelle ich mir das in Amerika vor, tatsächlich. Huff and Puff. Haben wir hier auch nochmal eine kleine Rundfahrt, tatsächlich. Wirklich sehr klein. Und dann sind wir wieder hier, wo wir schon mal waren. Da sind Ballons abgebildet. Da oben. Ah. Okay. Gehen wir hier wieder runter. Und dann gehen wir den Weg hier wieder weiter. Perfekt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hier. Railroad. Grand Sierra.
ist das hier? Spulert mal vor. Ah, wahrscheinlich deswegen, ja. Geht nix. Hier hat irgendwas nicht geklappt. Auf jeden Fall fährt man hier so lang. Kommt man hier durch. Unter der ganzen Achterbahn durch hier. Auch cool. Wenn die über einen rüber pest hier. Stark. Also irgendwas funktioniert ja nicht mit der Achterbahn. Oder mit dem Zug. Sagen wir mal so, es ist ja zwar eine Achterbahn, aber es ist ja mehr ein Rundfahrgeschäft quasi. So ein kleiner Zug. Oh. Oh. Sweets. Das ist eine coole Wand. Kein Easter Egg. Naja. Grizzly Lodge. Auch wieder ein Hotel hier drin. Ich habe schon mal ein Hotel gesehen. Ah, Meet and Greet hier. Cool. Ist auch was Schönes. Fahrgeschäft. Woodstocks Airmail. Cool. Oh, hier ist eine Band. Wieder ein bisschen Backstage hier hinten. Oh, hier ist schon der Haupteingang. Okay. Da ist noch ein Eingang. Steht aber kein Schild. Q-Line. Q-Line, Q-Line, Q-Line. Oh Gott. So viele Kurven. Chip, 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 chip. Und dann sind wir da. Oh, Spinning Coaster. Pause. So. Wir sitzen richtig. Die Achterbahn müssen wir auf jeden Fall. So mitfahren. Oder war das die? Ne, ich glaube die, ne? Nee, andersrum. Ich glaube, hier drehen wir uns trotzdem mit. Augenmerk. Ah ja, wir gucken mal. Dann kriegen wir halt einen Drehwurm. Fahren wir das Ganze nochmal ohne Drehwurm.
Der Streckenverlauf finde ich echt, ist echt cool. Gefällt mir so, tatsächlich. Das ist cool. Ist natürlich blöd, weil ich kenne den Park tatsächlich nicht. Ich kann halt nichts, null, ich kann null dazu sagen. Leider. Dann gehen wir hier nochmal auf den Platz. Wo geht's hier lang? Hier ist dann dieser Ghost Rider. Hier waren wir auch schon. Genau. Gold Hotel. Hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Jetzt fehlt uns eigentlich nur hier dieser Inverted Coaster. Da ist der Eingang. Silver Bullet. Oje, 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 diese ganze Q-Line-Gedöne. Eieieiei. Das ist schon krass. Hey ho, hey ho. Oh, die ist kaputt. Kommt der wieder bald? Ach du lieber Gott. Hier ist auch irgendwas, stimmt hier nicht. Keine Ahnung, was hier nicht stimmt. Dieser typische Wegebau von Planet Coaster. Ah, wo bleibt denn jetzt hier der Mitarbeiter? Gibt's doch nicht. Da hat er nur einen Job. So. Perfekt. Silver Bullet. Machen wir wieder ganz das Ding. Wir sitzen auch hier richtig. Sprung mal vor. Tup, 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 tup. So. Inverted Coaster. Blick auf den Park. Ja, war doch super. Hat mir echt gut gefallen. War eine schöne Fahrt. Hier ist der Ausgang. Und Merch. Merch im Ausgang darf nicht fehlen.
So, ich glaube, Silver Bullet, Eingang. Geh nochmal kurz hier lang. Hier gibt es noch so ein Pferdekarussell. Karussell, das haben wir alles gesehen. Games, genau. Das ist die Achterbahn, Ich fliege nochmal gerade alles ab, ob ich auch alles gesehen oder gefahren bin. Das hier war der Silver Bullet. Das ist der Zug. Hier gibt es auch nochmal einen Eingang. Railway. Okay. Ah, okay. Fährt dann der Zug lang. Der fährt dann hier lang. Die Achterbahn hatten wir auch, diese Boosterbikes. Hier ist noch was. Auch dann wieder eine Show. Hier sind wir vorhin tatsächlich nicht lang gegangen. Knott's Berry Farm. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas. Showmäßiges. Stagecoach Entrance. Ah, hier fährt dann dieser Bus einmal quer um den Park rum. Okay. Aber es war ja auch zu. Waren ja 3, 4, 5 Fahrgeschäfte waren ja hier zu, tatsächlich. Das sind Toiletten. Saloon. Ach komm, da muss ich jetzt nochmal reingucken. Ah, nix drin. Ah, ich kann es nicht sein lassen. Das hat mich so getriggert, als ich mal irgendwo war und in irgendeinem Park und da war so viel Zeug innen drin und ich war nicht einmal da drin gucken. Ja, das hat mich so getriggert. Ich hab's wieder getan. Picture Gallery. Okay, auch nix. Ghost Rider, hier ist dann der Eingang dazu. Ich bin total verloren hier. Das war die Show, wo ich ja gedacht habe, da müsste man im Dunkeln. Schauen wir uns das mal ein bisschen von oben an, aber ich glaube, wir haben alles uns angeschaut. Außer das, was jetzt nicht funktioniert hat mit diesen kleinen Videofrequenzen, was erst schade ist. Aber ich versuche das nochmal irgendwie hinzukriegen. Dann werdet ihr das, oder dann habt ihr das hier nochmal reingeschnitten bekommen und habt ihr dann nochmal zu sehen zu bekommen, zu bekommen. Oh Gott, Deutsch. Schwierig. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. So eine riesige Halle. Wofür? Hier stehen die Leute nochmal an. Für das Ding. Blockbuster. Schulztheater. TCI 2020. Okay, gut. Nee, ich glaube, das war's. Knott's Farm. Gut, machen wir hier nochmal ein bisschen dunkel. Gucken wir uns das Ganze nochmal bei Nacht an. Alles schön beleuchtet. Oh, sieht doch cool aus. Hat schon was, so ein Park im Dunkeln, ne?
Mit der ganzen Beleuchtung. Sieht echt cool aus. Ist der ganze Backstage-Bereich. Auch cool hier, dass hier an so einem Wassertank gedacht wurde. Schön, schön, schön. Tja, welche Bahn hat mir am besten gefallen? Ich würde sogar fast sagen, die hier. Die hat mir am besten gefallen, aber leider ist sie kaputt. Die hat mir so an sich am besten gefallen. Jo, dabei bleibe ich auch. Ja, ansonsten war alles eigentlich ganz gut, okay. Hier und da gab es mal ein paar Ruckler, sag ich mal. Und ansonsten war noch alles super. Super Park. Ich gehe stark davon aus, dass der auch 1:1 so aussieht. Wir haben ja schon mal den Europa-Park zu 50%, hat der Demo den auch schon fertig gemacht. Er ist fleißig dran, den auch fertig zu bekommen. Und da bin ich auch schon noch sehr gespannt drauf. Und ja, der Park hier hat mir auch wieder sehr gut gefallen. War ein schöner Park. Natürlich auch wieder riesengroß. Aber originalgetreu ist originalgetreu, würde ich sagen. Tut mir an dieser Stelle auch schon wieder sehr leid, dass ich eventuell was vergessen habe oder auch nicht. Wenn nicht, ist natürlich super. Und wie gesagt, wenn ich es nochmal hinkriege mit dem einen Fahrgeschäft, mit dem einen Dark Ride, dann kriegt ihr das nochmal angezeigt. Und ja, und wenn euch diese Parktour natürlich wieder gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn du derjenige bist, der noch seinen Park gerne sehen möchte auf YouTube, dann kannst du gerne hier oder da oder so bei Discord reinkommen und dort unter der Rubrik Parkbewerbung kannst du deinen Park sehr gerne einstellen. Und wir freuen uns sehr darüber. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser